Wir kommen nun zum Schlusswort von Herrn Direktor Schock, der online zugeschaltet ist. Herr Direktor, bitte. Ja, guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen gleichermaßen, anlässlich der heutigen Präsentation unserer Sonderausgabe 20 Years of Eurocash in Austria einige abschließende Worte an Sie zu richten. Erlauben Sie mir zunächst, mich natürlich bei allen jenen zu bedanken, die an der Organisation dieser Veranstaltung mitgewirkt haben. Allen voran bei den Autorinnen und Autoren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die für die Erstellung der wissenschaftlichen Artikel verantwortlich waren. Sowohl die Broschüre als auch unsere Veranstaltung heute dokumentieren ja die Breite und Tiefe, mit der die ÖNB das gesamte Thema Zahlungssysteme behandelt. Bar oder unbar, für uns sind alle Systeme und Entwicklungen gleich wichtig, und das fasst die Dualität der ÖNB, glaube ich, sehr gut zusammen. Für uns gibt es ein klares Bekenntnis zum Bargeld genauso wie eine intensive und seriöse Behandlung unbarer Zahlungssysteme. Und erlauben Sie mir dazu noch einige wenige Gedanken. Eine der Botschaften unserer Sonderpublikation lautet ja, dass Bargeld in Österreich ungebrochen das beliebteste Zahlungsmittel am Point of Sale ist. Konkret plädieren nach wie vor 93% der Österreicher für die Beibehaltung des Bargelds. Und es gibt sehr gute Gründe dafür. Bargeld ist das einzig wirklich inklusive Zahlungsmittel. Bargeld schützt die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger. Und Bargeld ist doppelt sicher, denn es ist fälschungssicher und auch im Falle von Blackouts jederzeit verfügbar. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Zahlungsgewohnheiten der Menschen haben sich aber mit dem technischen Fortschritt natürlich verändert und werden dies wohl auch in Zukunft weiterhin tun. Und innovative digitale Zahlungssysteme werden daher immer mehr auch zu einem Standortfaktor und zu einem Impulsgeber für das Wirtschaftswachstum. Und genau aus diesen Gründen engagieren uns wir in der ÖNB auch aktiv in der Weiterentwicklung derartiger Systeme. Zum Beispiel mit unserer neu gegründeten 100%igen Tochter ÖNP, die sich als Ideengenerator für neue, innovative Zahlungssysteme versteht. Und aus dem gleichen Grund haben wir auch vor 2 Jahren das Austrian Payments Board gegründet, in dem sich die Zahlungsverkehrsvorstände der heimischen Geldinstitute treffen und dort sich mit Fragen der Zahlungsverkehrsstrategie auseinandersetzen. Und eins der Themen im Austrian Payments Board ist natürlich der digitale Euro. Und hier geht es darum, konzentriert und koordiniert als Finanzplatz Österreich vorzugehen. Das heißt, die gemeinsamen Interessen Österreichs rund um den digitalen Euro zu formulieren und unsere Überlegungen dann auch in Brüssel und Frankfurt zu vertreten. Aber in dieser zunehmend digitalisierten Welt bleibt es auch künftig wichtig, das reibungslose Miteinander von Bargeld und elektronischen Zahlungen zu gewährleisten. Kurz, ich glaube, es geht um ein sowohl als auch von bar und unbar und nicht um ein entweder oder. Und ich hoffe, dass wir heute hier einen Beitrag zu weiteren fruchtbaren Diskussionen geliefert haben. Dankeschön für Ihr Interesse und danke für Ihre Teilnahme. Und ich wünsche allseits noch einen schönen Nachmittag.
Herzlichen Dank, Herr Direktor Schock. Ich darf nochmals auf das Heft verweisen. Für die, die heute hier sind, können Sie sich gerne eins mitnehmen. Wir können es leider nicht verschicken, aber es gibt auch online und dort ist es, ich habe es in den Chat geschrieben, den Link, dass das jeder runterladen kann. Dankeschön, schönen Nachmittag.